Ja, hallo Leute, Full of Games gegen den Captain Crunch in der GPL und ich bin auf jeden Fall gespannt auf sein Intro, weil er hat schon mir erzählt im Cowhillgard, dass er ein tolles Intro aufgenommen hat und wir kennen ja Richards Intros, die haben keine Kosten und Mühen gescheut und da mir gesagt wurde, dass ich eine große Angriffsfläche besitze, Shoutouts Nestflo, bin ich sehr gespannt, wie dieses Intro sein wird. Und wir drücken mal A und gehen jetzt auch in den Kampf tatsächlich gegen den guten Cringe und schauen mal, wie das Ganze werden wird. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, die Kämpfe gegen Richard sind immer was Besonderes. Eigentlich sind sie halt kompetitiv gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, die letzten Male. Aber gegen Richard kann alles passieren. Dementsprechend, ich bin einfach mal sehr überrascht, was kommen mag, was nicht kommen mag, was passieren wird. Es tut mir leid, ich merke gerade, ich hätte auf Kofelgo Speed draufhauen sollen. Er redet so ein bisschen über die Speed-Tiles, die wir haben Anfangs Matches. Ich merke es oben, der Karo hat auch 30er Speed. Hätte ich mal Speed draufhauen können. Ist egal, haben wir jetzt nicht, brauchen wir nicht, müssen wir nicht davon ausgehen, dass wir den Speed-Tile generell gewinnen, müssen wir nicht riskieren, weil juckt sowieso nicht, sind eh langsam. Also es ist okay. Und schauen wir mal, wie das hier werden wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt, lehne mich zurück. Ich könnte den GPL-Rifter-Woche machen, hätte ich was gelernt. Deswegen, sorry guys. Aber danke für die Vorschläge, die ich bekommen habe. Vielleicht im letzten Game war es aber harte Woche. Ihr wisst, wie es ist. Auch wenn es Corona-Zeiten sind, na, es ist ja in Deutschland bei uns wieder recht gut, ne? Muss man auf jeden Fall sagen, ne? Auch wenn man immer noch merkt, du kannst nicht rausgehen und feiern gehen, was ein bisschen schade ist. Vermisse ich auf jeden Fall gerne viele Leute sehen, aber das, ja, meide ich auch aus eigenen Gründen gerne. Gerade. Ja, aber mal gucken. Ja, ansonsten, die schöne Potterlock hatte gestartet. Ich habe überlegt, ob ich den Text hier aus der Potterlock übernehme, aber ich dachte, das ist doch ein bisschen zu viel, weil eventuell habe ich dann gar keine Ahnung mehr, was los ist und das könnte schlecht sein. Und ich glaube, den GPL-Zuschauer würde es dann doch ein bisschen verwirren. Aber auf meinem Kanal findet ihr es auf jeden Fall. Und ansonsten, warten wir mal. Wie gesagt, vorletzter GPL-Kampf habe ich auch schon Teamlink erwähnt. Teamlink natürlich auch direkt in der Beschreibung. Und ja, Richard braucht natürlich jetzt erstmal ein paar Sekunden. Und es geht tatsächlich aber jetzt los und interessant, was er alles dabei hat. Sage ich aber immer. Ich muss es erstmal registrieren. Mein Kopf prozessiert alles gerade. Silvio und Silvaro. Hallo, Dixie, habe ich doch gesagt. Dark Trio. Monte Carlo. Colossal. Ah, siehst du ja, dass ich den Speed drauf kann. Na, alles gut. Na, wir appreciaten das. Wir machen das schon. Oh, Tomo, er hat keins der Flinch-Monster. Oh, geil. ich sage mit dem Team, oh, das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und dann kommt sowas wie Butterfree und dann ist. Okay, ist das. Oops, sorry. Es ist natürlich die Frage, womit lieben wir? Das Ding ist halt, Obstacle schneller als alles bis auf Alola Dixie, was. Boah, sieht ja nice aus. aber gucken wir mal. Weil ich bin sehr gespannt und weiß nicht genau, was mein Lied hier sein soll, weil da kann es viel passieren. Warum sieht Monte Carlo so gut aus? Wo ist mein Salzmeton? Ja, ganz offensichtlich nicht hier. Ich könnte aber auch nicht. Und da, aber ich meine, ich kriege einen T-Spike. Gegen Ende, glaube ich, brauche ich hier Branawatz, aber hab Branawatz nicht, was ein bisschen doof ist. Ich glaube tatsächlich, dass mein Roserade von allem, was ich habe, am besten für ein Lied geeignet ist, außer gegen Monte Carlo. Mich sehen, aber selbst wenn Monte Carlo ist nicht so stark, so ein Blättersturm können nice sein, so ein Spike können nice sein. Ja, wir lieben mit Roserade, sollte fein sein. Los geht's, let's go, GPL gegen Richard, Giga gegen Giga. Was ist Giga? Wieso heiße ich Giga? Seht ihr, ne, Nicknames jetzt gleich. Und Richard hat eine Karte! Richard hat eine Karte. Richard hat eine Karte! Unglaublich, das freut mich. Ich weiß gar nicht, wie lange er die schon hat, aber ich weiß, dass er lange keine hatte. Dementsprechend ist appreciated Richard und er leadet mit Giga. Oh nein, aber es ist alles gut, denn ich leade mit Giga. Und ich weiß nicht, wie viele das gemacht haben, einfach so ein Naming-Theme mir gefolgt, aber ich bin auf jeden Fall dabei. Ich supporte meinen Boy Richard und ich weiß gar nicht, ob Choice Band Earthquake uns killt. Das möchte ich gerade mal angucken. Live Orb killt uns nicht. Choice Bandit ist eine Roll. Leaf Storm killt ihn. Let's go. Wenn er wirklich Choice Band ist, dann. Oh, er drückt aber Iron. Das heißt, wir tanken. Easy. Und das macht. Bellsturm kommt. Nice. Das heißt, wenn er nicht Sash ist, died er, to be honest. Er ist aber Sash. Aber ist okay. Das heißt, der died jetzt durch fast alles. Und das ist doch das Wichtige. Okay, das heißt, der ist. Iron Head. Hier, okay, das heißt, der befasst durch alles.
Appreciate ich. Die Frage ist halt, was wechsle ich jetzt aber. Aber das ist tatsächlich ein bisschen scary. Das heißt, dass wir mit Rosa Radien jetzt hier ein bisschen low chip haben, ist eigentlich gar nicht mal so bad. Ich weiß gar nicht, wie viel. Das Ding ist halt, ja. Iron Head ist ein Roll, aber Earthquake nicht. Wir können jetzt Rock Move drücken, wenn wir Rotom gehen, aber Rotom ist Typen, ist zu wichtig. Die Frage ist halt, was geben wir hier aber gerade? Ich überlege, was der ist. Das Problem ist halt, Conkelda ist eigentlich zu threatening, dass wir in den Gegend. Aber wir haben keine anderen Switcher. Warum ist er so scary? Warum ist Colossus so scary? Ich hab Angst, Guys. Ich hab Angst. Ich meine, wir haben Pain Split. Na, Conkelda ist doch kein Threat, Guys. Am I right? Oh, was tue ich hier? Ja, ich habe aber keine Ahnung, Switchen, was das Problem ist. Mm. Aber das Ding ist halt, Earthquake macht wirklich nur 29% Max. Das heißt, wir können den T-Spike eigentlich hier gleich legen, was eigentlich recht nice ist. Es wird auch probably Rocksing. Drück Earthquake, genau. Also maximal macht man das aber 29%. Das heißt, es macht halt nichts. Wir sind Confagrius. Wir können halt auch recovern gleich. Und den T-Spike können wir auf jeden Fall schon mal legen. Und der sollte eigentlich auch recht wichtig sein. Das machen wir jetzt auch. Ja, legen wir den T-Spike, können die maybe killen. Wenn uns jetzt Downchip ist ein bisschen nervig, aber wir kriegen immer noch den Leitteiler aus, wächst aber aus. Das ist nice. Also wir kriegen den T-Spike hier und wechseln Giga. Giga ist sein Giga-gutes Filinara und das ist wirklich Giga. Falls euch das Naming-Theme stört, ich kann es euch nicht verübeln. Also ist okay. T-Spike liegt, das ist der Hauptpunkt. Ich gehe in Rotom, weil ich habe Angst, dass das Specs möchte, dass wir was scouten. Wir haben unser Rosa schon mal angechippt, das kann ich jetzt predicten, deswegen gehen wir jetzt auch in Rotom. Das ist jetzt wichtig, den Damage zu kriegen, das heißt, ich geht auf jeden Fall auch für den Scout und auch wenn es nice wäre, den Spike zu legen jetzt mit Rosa Radel, mit das Alola Dictry Safe Died, ja, müssen wir hier tatsächlich ein bisschen konservativer spielen und in unser Rotom, glaube ich, gehen. Weil er auch nicht so komplett wichtig ist. Ja, Psyshock kommt. Ist halt die Frage, wie viel Schaden macht er. Könnte es Back sein. Dann können wir in Obstacle jetzt wechseln. Das macht viel Schaden. Das ist, warte mal. 57 minus 57. 60, 60. Das ist Specs? What? Specs? Das ist Timid Specs. Okay, krass. Ja, auf jeden Fall der Place hier in Obstacle zu gehen, weil wir kriegen Flame Orb. War krass, dass das Timid Specs ist. Specs. Psy. Timid. Wer wechseln ist halt die Frage. Eigentlich muss er wechseln, aber you know, maybe nicht. Okay, wechsel aus, ja. Aber ich möchte den Flame Orb haben. Das ist auf jeden Fall recht wichtig. Und die T-Spike sind trotzdem okay. Und wechseln Dark Tree. Aber es ist fein. Wenn ich ganz ehrlich bin, überlege ich, hier auch drin zu bleiben, weil. Wir können Reversal spielen, ne? Ich weiß halt nicht. Ah, kann er Reversal? Ja, okay, dann gehen wir wieder zurück in Confagrius. Es ist ein bisschen nervig, dass wir ja die ganze Zeit nur Confagrius angedamaged kriegen, aber haben wir ja leider nicht eine Wahl. Wir haben ja immer eine Flame-Up aktiviert. Das heißt, wenn wir den mal auf einem Down reinkriegen, dann kann er direkt böllern und das ist auch recht wichtig. Dementsprechend machen wir das jetzt auch und gehen in Confagrius. Wir können jetzt Rocks legen, ne? Aber wenn er Reversal drückt, wäre nice. Erdbeben kommt, okay. Ja, gut. Die sind ein bisschen am Fortune, aber ist okay. Ich würde jetzt einmal tatsächlich, ich glaube, Leiter wäre jetzt ganz schlecht, wenn er jetzt nicht wechseln würde. Aber ich drück Börde. Ist ein bisschen nervig hier ein bisschen, aber Börde, wenn ganz ehrlich, wenn was getoxic wird und Börde frisst, ist das auch okay. Ist ein bisschen nervig mit seinem Conkelda, aber das ist schon okay, wenn er died. Okay, ja, wechselt aber aus, ist auch vollkommen okay. Muss ja EQ, ne, das soll ich mir vielleicht auch schauen, was ist. Klar, wechselt in Rotom, genau, weil wenn ich getoxic werden möchte, hat Defog, ist komplett fair. Nimm da jetzt ein bisschen Chip-Damage, was okay ist. Müssen wir ein bisschen mit dem Timer aufpassen, glaube ich. Das wäre auf jeden Fall ein guter Player. Ich möchte ein bisschen scouten, was das für Sets sind, damit wir schon mal ein bisschen im Kopf haben, was hier los ist. Aber wir machen nicht so viel. Das scheint mir Max HP zu sein. Das ist gut zu wissen. Wir können jetzt natürlich defoggen. Dann bringt uns der Toxic Spike jetzt nicht so viel dabei. Ja, wir gehen auf jeden Fall in unser Rosa tatsächlich. Ja, wenn er jetzt nicht Volts wechselt, dann kriegen wir einen Spike. Und wenn er defoggt, dann kriegen wir immer noch den Spike. Und dann ist es vollkommen okay. Und Black Sludge kriegen wir sowieso dementsprechend. Das ist alles erstmal fein, glaube ich, und drückt den Trickbetrug. Okay, das heißt, wir kriegen Black Sludge. Und das ist noch besser. Das ist richtig gut. Das ist richtig, 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 richtig gut. Schwerschweif. Was? Was? Schwerschweif. Zieht die Priorität aller Attacken des Trägers um 0,5. Okay, gut. Dann sind wir halt eben langsamer als alles. Kriegen jetzt aber die Slow Spikes. Also okay, kriegt ihr den Fast Volt Switch, was glaube ich gar nicht mal so bad für uns ist, weil ich weiß jetzt nicht, was kommt. Wir kriegen den Spike. Ah, das ist okay. Wir sind jetzt aber Legging Tail.
Tail. Er ist aber jetzt Trick und V-Switch und BS wie Black Sludge. Ha, es ist okay. Ist nicht so nice, aber es ist okay. Wechsel in sein Colossal. Wir kriegen die Spikes und der ist getoxic. Maybe. Ah, keine Boots, nice. Das heißt, Spikes jetzt aber auch nice. Für sein Alola Duck Trio. Problem ist noch ein bisschen, wir sind jetzt in der Priority Bracket unter allem, was ein bisschen nervig ist. Das heißt, ganz ehrlich, ich überlege den hier gerade zu sacken, weil das Rotom von ihm. Habe ich einen besseren Switch? Ansonsten, ich überlege in Covalent Tumors zu gehen. Der kann da Lava Plume drücken, was ein bisschen nervig wäre. Das nervigste wäre aber Tumors Spin, aber den kriegt er dann auch, maybe. Ist Roserade, hier ist Sack der Play. Things haben wir sind langsam als alles. Das heißt, wir machen noch nicht so viel. Ja, ich drücke Blätterstunde. Jetzt zu sacken ist, glaube ich, okay. Er kann nochmal tricken mit seinem Rotom, mit seinem Lagging Tail, aber wir sind auch mit viel schneller. Drückt Feuersturm, okay. Und trifft auch, das sollte mein Roserade sein. Okay, das ist fein. Das Ding ist halt, ist immer ein Revealed. F-Blast, was halt gut ist. Und er hat Lefties, okay. Das heißt, wir wissen auch, was er hier für ein Item fährt. Das heißt, wir können auch jetzt tatsächlich davon ausgehend auch versuchen, Schaden zu drücken und sagen, ich weiß gar nicht, wie viel Cobalion gegen ihn macht. Kolosse. Sind die auch Fist Death ist. Ich glaube, unser Play ist dann tatsächlich, weil wir nicht wissen, was er für ein Set genau fährt, in unser Giga zu gehen und ihn zu knocken und dann CC zu drücken, weil CC an sich alleine killt nicht. Aber Knockoff plus CC kann ihn killen. Ich möchte die Drops nicht kriegen, wenn er Fireblast gegen mich drücken kann oder Storange oder sowas. Und ja, nee, das sollte fair sein. Damit bringen wir noch ein bisschen nicht zu spinnen und die T-Spikes und Spikes sind halt nice. Ich wir drücken jetzt Abschlag und dann Nahkampf. Nee, sollte fein sein. Das Spike liegt auf jeden Fall. Ist ein bisschen schade, dass wir Roserade verlieren, aber es sollte schon mal erstmal okay sein. Ja, und Hazards sind auf jeden Fall gerade schon ziemlich gut hier zu haben. Mal gucken, ob wir jetzt Giga gut besiegen können. Das wäre doch was Richard die freuen würde. Ich weiß nicht, ob der Fighting Move to be honest hat. Ich meine, er hat Body Press. Also vielleicht ist das nicht mein Play, hier drin zu bleiben und zu knocken. Aber ich sehe es auch gerade nicht anders, was wir hier tun sollen. Das Ding ist halt, Cobalion ist zwar wichtig, aber wir haben auch immer noch Obstacle ist wichtig. Wir haben aber immer noch Cobalion, was einen ähnlichen Job macht. Wir müssen den chippen. Und wenn wir den Knockdorf kriegen, dann killt er auch Cobalion. Dementsprechend, ich glaube, das sollte okay sein. Und der Maybe möchte ihn sogar noch keepen. Dann muss er jetzt halt überlegen, was er macht. Dementsprechend passt es. Wir können auch, meine ich, ja gut, für den Server spielen. Ne? Unglaublich. Ich meine, seine Lefties gehen dann weg. Probably hat er Body Press, wenn ich jetzt überlege. Aber ja gut, das passt schon. Ich bin mal gespannt. Ja, er bleibt drin, hat probably Body Press, aber immerhin sind da den Lefties. Boah, das macht eine Menge, das heißt, er ist sogar offensiv. Turbo kommt aber. Okay, das heißt, die Hazards sind weg, aber er died to be honest, die nächste Turn. Und wird auch nicht schneller sein, weil wir sind immer noch Obstu. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt durch Knockoff died. Es hat halt eine Menge Schaden gemacht, das heißt, ich. Kann man vorstellen, dass er. Ich glaube, dass er den nächsten Knockoff killt. Weil die nächste Fassade. Die Fassade macht mehr Schaden. Ich drücke mal Fassade. Das Ding ist halt, er kann halt in Duck Tree gehen, dann wird er gedings Giga kommt rein, klein Giga. Oh, hätte ich nochmal genockt, das wäre nice gewesen. Ah, hätte ich nicht gedacht, dass er einen Wechsel, muss ich jetzt echt gestehen. Hätte ich echt nicht gedacht. Hat er aber nice gemacht, muss man sagen. Roserade weg ist jetzt ein bisschen nervig. Ah, das ist wirklich nervig. Das hat er wirklich einfach gut gemacht. Ich überlege, was jetzt hier mein Play ist. Die Rocks muss ich einfach mal legen. Er hat Colossal als seinen Rocker. Das ist. Wait, nein, ich möchte nicht aufgeben. Ich glaube, ich möchte in mein Cobalion gehen, damit ich Rocks kriege. Ja, weil die Rocks sind wichtig, weil Colossal dann died fast. Und dann kriegt er die Rocks nicht mehr weggedefockt, weggespinnt. Und dann died auch seine Lord Duck Tree, was mir sehr wichtig hier gerade ist. Und das sollte fein sein. Drückt Orkan und Mist. Okay, das ist gut. Orkan, crazy, scary. Rocks. Drücken wir die mal. Die sind wichtig. Cool, Orkan. Keine Ahnung, was es bedeuten soll, aber es macht mir Angst. Sagen wir mal so, es macht mir Angst. Okay, schauen wir mal Hurricane auf. Ja, hätten wir mal genockt. Ja. Ja, okay. Schade. Na, hätten wir mal instinktiv aber noch gedrückt, das wäre halt super fire. Es scheint aber auch Curberberry. Aber wir kriegen mal die Rocks, das heißt, Colossal died fast durch alles und Alola Ductrio died auch. Okay, Orkan kommt. Ist halt nicht Flying-Type. Dementsprechend macht das auch nicht so viel. Ich verstehe nicht genau, was seine Idee hier ist, aber es ist okay.
Ich will, ob ich einmal Iron Head drücken soll. Das Ding ist halt, Tang tun wir eh nicht von so viel. Du musst ja, wir drücken Iron Head. Drücken mal ein bisschen Chip Damage. Wir müssen ein bisschen rausnehmen, was das für ein Set ist. Iron kann flinchen eventuell, können raus wechseln. Okay, nice. Das ist nice. Maybe können sogar drei Iron Heads killen, wenn ich ganz ehrlich bin. Drücken wir weiter Iron Head, gucken wir mal. Also das hat uns gerade einfach eine Runde gegeben, wo wir einfach nochmal Iron Head drücken können, weil wir noch verwirrter sind, was passieren können. Kann deswegen, ja, nehmen wir das einfach. Wir nehmen diese Verwirrtheit auf in uns. Er kann natürlich in einen roten Mow wechseln, aber wir müssen ihn auf jeden Fall hier downchippen. Das ist auf jeden Fall sehr defensives. Okay, also, wow, okay. Das ist, okay, weiterhin Iron Head Spam ist nicht der Play. Ich meine, es ist gegen Richard, das heißt eigentlich ist Flinch auf dem Flinch gehen immer der Play. Wir kriegen halt Lefties, also es ist nicht so schlimm. Und er hat Hurricane gezeigt. Ich weiß nicht, was To Burn ist, sonst noch seine Moves sind. Und dann kann ich halt kommen, ja, drück nochmal Iron Head. Ich möchte, dass er in einer netten Roll ist und dass wir den dann auch recht gut defeaten können. Ja, das sollte fein sein. Nochmal Iron Head, zack, let's go. Es ist immer noch der Flinch-Move, genau, nice. Heilen uns mit Lefties hoch und Volt wechseln jetzt in Rotom Heat, glaube ich, weil das Ding ist halt. Ja, die Cobblerberry. Das heißt, wir Volt wechseln jetzt in Rotom Heat, weil er wird roosten. Kann mir gut vorstellen. Ich möchte auf jeden Fall jetzt hier natürlich Momentum keepen. Rotom Heat ist recht nice, jetzt reinzuwechseln, glaube ich. Und ja, wir könnten was anderes versuchen, aber. Ich glaube, Rotom Heat ist der Play. Sehen eigentlich noch recht gut aus. Könnte natürlich in Giga gehen, in ein Giga-Risiko machen, aber die, halt vermutlich die Cobblerberry. Ah, hätten wir genockt, das wäre nice gewesen, aber ja. Ich glaube, dass er jetzt roosten wird, dementsprechend ist das recht safe, glaube ich. Vermute ich, ja, genau. Und jetzt können wir halt einen Toxic raushauen, weil alles hat halt Probleme, wenn es in Toxic reinkommt. Außer natürlich, ja, Colossal nimmt Rocks und Dings, Dactyl died. Und ist halt generell schön getoxic, das Colossal. Ja, deswegen Toxic ist fein. Toxic ist komplett fein. Den Punkt, auch seit der Silvestre Toxic ist das komplett fein. Dann plays maybe Sylveon, aber der Getoxic ist auch okay. Dann müssen wir den sowieso damit bieten. Und dementsprechend, glaube ich, sollte das okay sein. Deswegen, ja, wechselt aus. Toxic kommt raus. Jetzt ein Giga Klein. Giga Klein ist sein Kolosse. Das ist aber okay, weil er da halt durch den Discharge oder schon durch die Rocks, nein, noch nicht, aber durch den Toxic danach. Das heißt, die Rocks sind noch to stay. Das heißt, ein Dactyl died immer. Was nice ist, weil Dactyl ist nervig. Aber schneller als vieles gewesen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt hat nur noch Conkelda tut uns im Weg. Ich meine, Zavaro ist immer noch da, wenn wir einen T-Spike legen, ist natürlich ein bisschen einfacher. Müssen wir mal gucken, aber sieht erstmal gar nicht mal so schlecht aus, würde ich mal behaupten. Conkelda ist jetzt nur ein bisschen ein Thread, das muss man gestehen. Haben wir Kofelgus jetzt aber schon angechippt, dementsprechend muss man jetzt mal sehen, was hier der Play ist. Ich glaube, Kofelgus trotzdem ist gleich direkt mein Play, weil wir haben Mumie, wenn er Flame-Off hat, können wir maybe vielleicht sogar einen Hit tanken, weiß ich nicht. Weil er nicht Flame-Off boosten, kriegen dann maybe sogar einen gigantischen Pain-Split in unserer KP zurück, was natürlich amazing wäre. Dann wäre Kofelgus wieder da, vielleicht kriegen wir einen T-Spike. Das wird natürlich nochmal amazing, gucken wir mal. Gut, geht aber tatsächlich in seinen Rotom. Und wir, das ist ein Speed-Teil. Wir drücken Overheat. Also das ist jetzt ein Speed-Teil, ne? Aber, genau. Er geht dafür, also gewinnen wir den. Oh, wow. 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 Das ist halt mega unfortunate, dass er den Speed-Teil gewonnen hat. Ich meine, es ist ein Speed-Teil, aber ich habe immer so die Mentalität, wenn du den Speed-Teil so komplett mittelfingermäßig verwendest, dann verdienst es halt auch, den zu verlieren. Aber okay, Defog sehen wir auf jeden Fall. Jetzt kann er auf jeden Fall die Ersatz nicht mehr entfernen. Und ich meine, Roter Mose Deck, was auch recht nice ist. Er kann halt keinen Backslash tricken, was fein ist. Geht jetzt halt in Conkeller, das ist klar. Und wir machen, glaube ich, das mit Confagulus, weil ich habe auch keine Ahnung, was unser anderer Play ist. Wir haben halt immer noch unser Rebombing, was jetzt recht nice aussieht. Und ja, nee, wir gehen in unser Confagulus. Haben halt immer noch Pain Split. Und eine Knockoff tanken wir halt auch von Flame Up, glaube ich, ab dem Punkt noch, weil wir komplett Fistlap sind. Und was anderes ist hier eh nicht der Play. Wenn wir keinen Knockoff-Punkt tanken, was machen wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Sind wir, was tun wir? Was tust du hier, Bene? Bene, was machst du hier? Bene. Ja, nee, Knockoff sieht eigentlich nicht gut aus, dass wir den noch tanken. Ja, safe eigentlich. Genau, jetzt kommt der Mumie-Boost. Das ist halt die Frage. Wenn er jetzt Flame Up ist, dann perfekt, weil er hat keinen Guts mehr. Wir kriegen den Pain-Spit raus und alles ist perfekt. Das macht eine Menge Schaden und ist der. Adrenalin, okay, bitte sei Flame-Up, bitte, bitte. Und? Das ist schlecht. Das Ding ist halt jetzt, ist ein Knockoff was zu wechseln. lustig. Ich will ihn jetzt hier ab dem Punkt zacken, weil das macht ja keinen Sinn. Der tankt halt nichts mehr. Der kann ja Visam, was ein bisschen nervig ist. Könnte den Rebombi wechseln, aber der macht halt hier nichts mehr. Was halt,
unfortunate, aber die Wahrheit ist. Ja. Ich frage mich gerade, ob. Ob sie gut killt, nämlich, okay. Magpatch gut killt auch safe, okay. Das ist ja nicht burnt, ne? Oh, maybe war sogar. Hm. Ich überlege gerade, was mein Play ist. Ich glaube tatsächlich, dass hier mein Play ist, in. Den hier zu gehen und ihn zu tricken. Ja, weil er wird halt in sein. Sylveon gehen, ich brauche den Scarf gegen gar nichts mehr. Sylveon zu tricken ist nice. Ich meine, wir kriegen den Specs. Specs ist to be honest besser ab dem Punkt. Ja, wir geben ihm den Scarf. Und selbst wenn er drin bleibt, dann ist er halt Scarf gelockt, dann ist er einfacher zu handeln. Ich glaube nicht, dass er drin bleiben wird, weil er kann ja nicht so viel gegen uns machen. Er ist ein P-Jab gelockt, jetzt können Cobalion gehen, Rocksteel legen. Ja, nee, ist auf jeden Fall der Play. Das Schlimmste, was man kann, ist hier. Oh, okay, das hier zu machen, ist probably das Schlimmste. Okay, krass. I guess die AV ist weg, wenn er die hat. Okay, wir haben die AV, okay. Okay, krass. Okay, ja gut, dann kommt Positive. Das sollte uns maybe ausnocken. Und to be honest, das gefällt mir gar nicht mal so gegen ihn. Weil der ist jetzt scary. Wir hätten Kobe maybe nicht so schnell anhalten sollen. Aber den jetzt zu bieten wird hart. Den jetzt zu bieten wird sehr hart. Wir müssen eigentlich in Rotom gehen. Ich glaube in Toxic und dann Lightheil einsetzen. Weil das Ding ist halt, Corbell und Obstacle sind beide nicht dafür gemacht. Das Ding ist halt, kriegt jetzt keinen Guts-Boost und können maybe mit den Leuten was machen. Weil es geht jetzt gelockt im P-Jab sowieso. Okay, never mind. Das heißt, eigentlich sieht es gar nicht mehr so bad aus, weil er jetzt erstmal gelockt ist. Scarf heißt, er kann nicht mehr Mag-Punch drücken. Das ist erstmal okay, glaube ich. Ah, es war nicht okay. Ich hätte in Cobra gehen müssen. Ich hätte Rocks legen müssen jetzt. Was geht der jetzt? Können jetzt Toxiker warten und ein Ducktree gehen. Ich glaube nicht, dass das machen würde. Ja, ich meine, kann er machen, ne? Ist halt jetzt nicht im Buch geschrieben, dass er das was machen muss, aber ist die Frage. Ah. Okay, wir haben richtig gelegen. Das ist sehr wichtig, dass wir ihn jetzt hier richtig predicted haben. Weil hätten wir jetzt Overweight gedrückt, wäre probably schlimmer gewesen. Der ist getoxic schon mal okay. Scarf kommt Kelder ist noch handelbar, ne? Das Problem sieht noch ein bisschen das Silvaro aus. Ist die Frage, was er hier einen Move drückt für mit Sylveon. Wir tanken auf jeden Fall jeden Hit, ne? Das heißt, ich würde jetzt einfach mal. Sagen Ladungsstoß plus Pain Split ist der Play. Ja, auf jeden Fall. Und dann mal gucken. Also natürlich ein bisschen effort, weil wir schneller sind. Können aber auf jeden Fall downchippen, was nice ist. Wir sind deswegen gleich in einer sehr, sehr tiefen Lage von HP. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall die HP krass zurück, weil es ist ja noch eine recht hohe HP-Base. Ich meine, er ist timid, ne? Das heißt, auch nicht so krass, aber halt zumindest ein bisschen, dass wir, glaube ich, den nächsten tanken sollten. Also Leitteiler kommt jetzt auf jeden Fall raus. Das Problem ist halt, wir chippen uns halt immer weiter lower mit Cobalion. Cobalion kann halt sogar noch das Kong flinchen, Kong Kelder slow. Und wenn er Magpunch drückt, ist das, glaube ich, fein. Ja, auf jeden Fall eine Shovel tanken wir hier. Das ist nicht ganz safe gewesen, aber wir haben getankt. Was fein ist. Aber ich muss ja hoffen, dass Overweight killt. Ich meine, danach geht er in Ducktree, drückt Iron Head. Wir müssen hoffen, dass Obstagoon ab dem Punkt ihn ausnocken kann. Jetzt Color kommt. Weil, to be honest, das sieht für Ducktree gar nicht mal so bad aus, muss ich gestehen. Sylveon died, man. Aber. Ah, das sieht gar nicht mal so nice aus für uns. Was ist schief gelaufen? Ja, das Ding ist halt. Jetzt im Game realisiere ich, wie gut halt Seismitrot ist. Und alleine wegen Ducktree und Colossal, die sind halt ein gigantischer Threat, to be honest. Deswegen musste ich Kofik rein und das macht das Ganze zum Problem. Er geht halt jetzt in den kein Iron in. Ist das Rotom, muss ich sacken. Ich meine, Obstagoon kann das Ganze sogar noch gewinnen, je nachdem. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall jetzt Color drücken, ist klar, der killt mich jetzt mit Iron Head. Wenn er nicht Reversal hat, sieht das alle gut. Also er hat bisher nicht Reversal gedrückt, also gehe ich mal davon aus, dass er das nicht hat. Wenn er es hat, dann ist over, dann ist GG. Können wir in Cobalion gehen? Nee, ich glaube nicht, dass wir Cobalion gehen können. Ja, nee, wir gehen in den. Ja, auf jeden Fall ist. Das ist noch gut. Ja, noch ist der Play. Das ist aber nicht, ob es groß meldet sogar. Aber wir drücken Knockoff. Wenn er jetzt in Meistergriff geht. Das Problem ist, dann kriege ich die Rocks raus. Maybe kriegen wir die Rocks raus. Hätten wir die Rocks, wäre noch nice, wenn er. Ja. Das tut mir uns ja bis Speedter nervig, weil wenn der dead gewesen wäre, wäre es, glaube ich, einfacher. Weil Silvaro kriegen wir nochmal angedamaged und dann maybe. Okay, Memento Mori. Okay, das ist aber besser als die Alternativen, glaube ich. Was auch immer die Alternativen sein sollen. Aber eine Alternative von Kong defeaten ist Kong zu critten. Und wenn jetzt Kong geht, drücke ich jetzt den Crit-Button und kill ihn einfach. Ich bin ready. Dir gehört das Knacken war ready sein. Okay, Guys. Guys. That's it, secret.
Okay. Ja, okay, das, Hey, wisst ihr was? Ich hab's versucht. Also das Ding ist, Guys, komm mal bei mich. Drainbudge killt nicht. Wenn man noch Full Life Obstagoon und Iron Net kann flinchen. Let's go. Ich meine, es ist alles noch doable, ne? Und es ist in dem Richard Way, wenn wir das Game so gewinnen. Oh boy. Noch ein Flinch, dann maybe killen wir mit CC. Let's go. Let's go, Cobalion. Full health. Let's go. Let's go, Cobalion. Ich meine, Cobalion habe ich immer geshittalkt, ne? Also dementsprechend, you know, wie mattert das? Okay, der nächste CC-Kill auf jeden Fall. Ah, unfortunate. Das würde Richard Bubble sogar sagen beim Commentary, glaube ich, unfortunate, dass ich nicht geflincht habe. Weil Richard so ein Good Guy ist. Aber ist egal, wir kriegen noch eine Chance. Und dann müssen wir gegen das Sevaro Chancen kriegen. Aber das ist okay. Das ist okay. Wir haben ein paar Chancen. Wir haben die Zeit der Welt hier. Wir haben die Zeit der Welt. Wir haben 3,37. Und wir können maybe sogar Timers. Ja, unfortunate, ja. Richard ist halt einfach lucky, was wir. Naja, alles gut. Lucky, dass Richard nicht geflincht wird. Nee, hat er gut gemacht. Unfortunate, dass wir diesen Speeder da verloren haben. Ist er eingegangen. Ich bin der Meinung, solche Speedties verlierst du, dann wäre Ducktree weniger ein Problem gewesen. Aber ich glaube, gegen Ende war es einfach das, dass wir Fragrigus in Rotom, in Ducktree rein mussten. Weil ich habe so ein bisschen nach Rotom checken, aber ich realisiere, das Ding ist halt, während des Kampfes merkst du halt so ein bisschen, dass Ducktree oder Alola den Rock-Move hat. Und dann ist halt schwierig, den da reinzuwechseln. Ne? Aber ich meine, vermutlich hätte ich ihn reinholen können. Ich überlege, ob ich Roserade was Besseres hätte machen können. Das Legging Tail war nur ein bisschen nervig. Ja, keine Ahnung. Wenn wir mal überlegen, was ist denn da schief gegangen? Der Knockoff Player of the. Zumindest, ja, doch, der Knockoff Player. Als ein Sevaro auf. Ich fand das aber auch risky, weil er hat den ersten Knockoff Schaden gesehen. Er müsste eigentlich gesehen haben, dass er in der Range ist von Knockoff. Deswegen. Ich wurde dafür bestraft, dass ich den am besten, hittensten, allen coverndsten Move machen wollte. Und dann ist dann das eine Mal gegangen, was ich nicht erwartet habe. Ja, hätten wir da mal genockt, das wäre wirklich nice gewesen. Als Sevaro hätte er den nächsten niemals getankt, das ist klar. Hätte er den second müssen, wäre ein ganz anderes Game gewesen. Wäre halt aber super in unserem Favor gewesen. Genauso wie wenn den Speeder, glaube ich, gewonnen hätten, weil Alola Ducktree pressured weniger. Ich kann noch Rotom Heat tatsächlich eine Turn keepen. Wenn er sich jetzt nicht in Drain Punch lockt, bin ich schneller. Mag Punch Stock bin ich schneller und Cobra tankt halt sogar zwei Mag Punches, meine ich. Ja, es ist schade, aber das ist halt ein Monster. Es ist ein Kampf gegen Richard und dementsprechend, was erwartet man? Es ist halt einfach, der bessere Spieler kriegt da die Hex. Es ist sehr einfach und dementsprechend, let's go, Richard. Good job. Ja, und ansonsten zur Season. Sind wir mal ganz ehrlich, der Zug ist vor, keine Ahnung. Der ist nach Spieltag 2 abgefahren. Dementsprechend geben wir ja eh was entspannter an und haben jetzt noch einen Spieltag, ich glaube, gegen Ele. Und mal sehen, wie das werden wird, was wir da noch auspacken werden. Und hoffentlich bringen wir das Ganze einfach ruhig und bedacht zu Ende. Gut, ich verabschiede mich dann mal. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich leg halt auch ein bisschen Mehrwert, muss ich sagen, aufs Unterhalten hier aktuell, deswegen. Wäre das wichtig. Und deswegen sage ich bis dann und ciao.